Grundrente, müssen Sie wirklich eine Steuererklärung abgeben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Da gibt es einen Vorschlag vom größten Lohnsteuerhilfeverein in Deutschland, den VLH. Der schlägt jetzt auf seiner Internetseite vor, für alle Grundrentnerinnen und Grundrentner ein Tipp: Geben Sie bitte Ihre Lohnsteuer- oder Einkommensteuererklärung für das Jahr 2019 ab. Ich finde, das ist sehr paradox. Sie müssen sich vorstellen, die meisten Grundrentenberechtigten leben ja jetzt schon von einer ganz, ganz kleinen Rente. Da ist es natürlich schwer zu erklären, warum ich da eine Steuererklärung abgeben soll. Die Grundrente soll ja im Jahr 2021 kommen. Und damit Sie zügig an Ihr Geld kommen, also an den Grundrentenzuschlag, soll es ein automatisiertes Abrufverfahren zwischen der Finanzverwaltung und der Deutschen Rentenversicherung geben. Das heißt also, die Deutsche Rentenversicherung bekommt dann eine Meldung von dem Finanzamt und dort wird dann erklärt, ob Sie zu versteuerndes Einkommen haben, was eventuell auf den Grundrentenzuschlag angerechnet werden kann oder nicht. Nun müssen Sie aber bitte mal Folgendes vorstellen. Jetzt haben Sie eine Monatsrente von 600 Euro brutto, also nicht Auszahlbetrag, brutto. Und der steuerfreie Grundbetrag in Deutschland beträgt zurzeit 2020 9.408 Euro. Das heißt also, Sie müssen erstmal zu versteuerndes Einkommen haben von 9.408 Euro, damit Sie überhaupt verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. Ich kenne de facto niemanden von Grundrentenberechtigten, die wir schon beraten und betreut haben, die jemals eine Steuererklärung abgegeben haben bei so einer niedrigen Rente. Jetzt sollen diese Leute auf Empfehlung dieses Lohnsteuerhilfevereines eine Steuererklärung abgeben, damit das mit der Grundrente schneller vorangeht. Da sage ich, lieber Lohnsteuerhilfeverein, das ist nicht so ganz richtig. Denn das Gesetz, das Grundrentengesetz, sieht ja vor, wenn Menschen kein zu versteuerndes Einkommen haben und keine Steuererklärung abgegeben haben für das Jahr 2019, bezogen auf das Jahr 2021, dass man dann über die Rentenhöhe praktisch das zu versteuernde Einkommen schätzt. Und das macht die Deutsche Rentenversicherung. Das heißt also, aus meiner Sicht besteht gar keine Notwendigkeit, keine zwingende Notwendigkeit, zum derzeitigen Zeitpunkt rückwirkend zum Jahr 2019 eine Steuererklärung abzugeben. Noch ein kleines Problem: Wenn Sie einen Minijob ausüben, der Minijob ist steuerfrei, den müssen Sie bei der Deutschen Rentenversicherung im Zusammenhang mit der Grundrente nicht angeben. Das ist kein zu versteuerndes Einkommen. Das heißt also, wenn Sie einen Minijob haben, können Sie ganz entspannt auch Ihren Grundrentenzuschlag bekommen. Und ich will jetzt nicht sagen genießen, aber das ist kein Problem. Es wird auf jeden Fall der Minijob nicht an die Grundrente, an diesen Zuschlag angerechnet. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.